Ich glaube nicht, dass er das ist. Dave, ich glaube, das ist einfach nur ein dreister Faker. Glaube ich zumindest. Wir gucken mal. Ja, genau. Bitte Beschreibung lesen ist wichtig. Ich bin's. Der echte Baum-HD. Warum sollte er sich einen zweiten Account machen? Ich glaube einfach nicht. Nee, das passt nicht zu Baum-HD. Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Happy Wheels. Wir beginnen mit Paluten 48, 10 Dinge von Sophie Exe 7. Hey Palun und andere, dies ist mal eine andere Art von Level. Ich habe diese Idee von Oladalois. Okay, allerdings habe ich es an dich angepasst. Kannst du Edgar und Frosch-LP von mir grüßen? Edgar, Frosch-LP? Oh, warte mal, der eine guckt an die Wand. Schön, man sieht das sogar ein bisschen in der Facecam. Ich soll mich von Sophie grüßen. Okay. Alle Grüße wurden ausgerichtet. Tipptopp, los geht's mit 10 Dinge. Okidoki. 10 Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie ein Happy Wheels Level bauen. Für Paluten. Okay. Das ist perfekt. Erstens Standardtexturen benutzen. Zweitens Slowpart am Anfang. Genau. Tipptopp. Ich dachte, da kommt jetzt ein Slowpart. Glassbreak, auch komplett richtig. Bin ich kein großer Fan von. Viel zu schnelle Minen. Oh Gott, die haben mich ja tatsächlich erwischt. Okay. Na, viel zu schnelle Minen, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Das hat mich bis dato, glaube ich, nie gestört. Aber die ersten Punkte sind auf jeden Fall perfekt. Also das sind sozusagen die Leitlinien für alle Leute, die daran interessiert sind, mir mal ein Level zu bauen. Bitte, 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 bitte. Oh Gott, da komme ich ja kaum durch. Ich wusste gar nicht, dass es so schnelle Minen gibt. So, warte mal, da muss ich jetzt schon richtig viel Gas geben. Damit ich jetzt hier gleich... Perfekt, okay, jetzt stopp. Oh, jui, was war da denn los? Kurz mal zurück. Hey, Harpoon. Fünften Arrow und Harpoon Spam des Todes. Ja, das stimmt auch. Das ist dann immer super nervig, weil das ist dann einfach nur komplett Glück. Schlechte Trolls. Safe Zone. Oh, oh. Nein, ich möchte hier durch. Oh Gott. Okay, alles easy. Dreiste Werbung. Ja, genau, dreiste Werbung ist auch... Ich meine, wenn das Level gut ist, habe ich kein Problem damit, irgendwie den Channel vorzulesen, aber... Fake Victories auch. Mega ätzend. Obwohl, Fake Victories geht noch. Kleinkind-Humor. Ja, genau. Pipi-Kaka-Humor. Wenn er stilvoll ist, ist in Ordnung. Aber mega Epic Jump? Nö, dagegen habe ich eigentlich gar nicht so sehr. Glaube ich zumindest. Aber. Tipp. Top. Ey, Leute, das war echt ein richtig guter Leitfaden für jeden, der mir ein Level erstellen möchte. Und da hat jetzt auch niemand mehr eine Ausrede, wenn er sagt: Oh, das wusste ich aber nicht, Paluten. So. Perfekto, jetzt geht's los mit Paluten 48, Baum-HD 2. Hey Palle und andere, ich bin's Baum-HD. Lade dieses Level aus meinem Zweit-Account, Baum-HD 2. Das Level ist nicht das beste, Bauzeit ca. 30 Minuten. Werde gerade sehr oft gefaked, deswegen zweiter Account. Kannst du bitte Chichi und Deje grüßen? Danke, bald kommen neue Level. Ich glaube nicht, dass das Baum-HD ist. Ganz ehrlich, warte mal. Ich glaube nicht, dass er das ist. Dave, ich glaube, das ist einfach nur ein dreister Faker. Glaube ich zumindest. Wir gucken mal. Ja, genau. Bitte Beschreibung lesen ist wichtig. Ich bin's. Der echte Baum-HD. Warum sollte er sich einen zweiten Account machen? Ich glaube einfach nicht. Nee, das passt nicht zu Baum-HD. Das ist einfach nur ein dreister... Nee, dann möchte ich dieses Level auch gar nicht weiterspielen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, Paluten 48 Bottle Run von Darklight. 28. Ich weiß immer noch nicht, ob es Darklight 2L8 ist oder Darklight 28. Ist aber eigentlich auch völlig Banane. Hey, Palo und andere, ich hoffe, euch gefällt dieses Level. Bitte bewerten, YouTube Darklight. Okay, Bro. Let's do this. Okay, geht alles momentan echt... Ah, Moment, das hatten wir sogar schon mal. Ja, das hatten wir mal. Aber egal, das war trotzdem cool. Genau, das war das mit dem eigenen Strichmännchen. Okay, das müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Aber dafür war der Bottle Run mega cool. Wir bringen uns mal ganz kurz um. Hua! Das war mal ein riesiger Kopfsprung ins Glück. So, Paluten 48 Impossible von Freaky Knaller. Hey, Palle und andere, hier ist mein zweites Level für dich. Grüße bitte noch Luca, Christoph, Max, Alex. Viel Spaß und hallo! Okay, 100%ig machbar. First Try. Ist gedreckt. Oh. Ja, gut, hat nicht funktioniert. Hallo. Hallo. Oh, ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Das Blöde ist... Oh, verdammt.
Ich möchte das aber trotzdem schaffen. Warte mal, ich tu einfach mal so. Oh. Okay, das, so funktioniert das nicht. Vielleicht so. Oh, oh. Komm, bitte, bitte, bitte. Yes, komm, Junge, nein. Oh, jawohl. Da ist das Ding, meine Damen und Herren. Da ist der Victory. Poja. So, Paluten 48, Pogo J von Paluten Fangirl 3000. Die haben wir doch letztens schon mal. Hey, Palle, und dies ist mein 6. Level, ein Pogo Jump. Hoffe, es gefällt dir. Kannst du bitte die 7D vom Brockhaus Gymnasium grüßen? Schöne Grüße an das Brockhaus Gymnasium. Und, das ist natürlich, das wäre jetzt auch nochmal so ein sehr, sehr guter Punkt für Level, die ich nicht unbedingt so sehr favorisiere, denn diese Pogo-Level waren früher sowas von in Mode, also vor circa 2 Jahren, da hat die jeder gebaut, da waren die aber auch noch, waren die auch noch ganz cool, aber mittlerweile ist das eher ein bisschen ausgelutscht, das Ganze. Ich meine, ich spiele tatsächlich Happy Wheels jetzt seit über, 2 Jahren, das ist eigentlich schon ziemlich krass. Warte mal, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz drehen. Weil so kommt man da besser längs. Entschuldigung. Moment. Und jetzt nach vorne. Oh Gott, ich muss kurz hier durch. Perfekt. So. Ease gedrückt, Pogo Jump Level. Ease gedrückt. Oh, was steht da? Du willst zum Victory? In die Röhre. Welche Röhre denn? Paluten, du hast es geschafft. Alright. Bam. Oh yeah, in fast einer Minute haben wir dafür gebraucht. Oh, eine lange Geburt. So, Paluten 48, Magic Ball von Bananencrew. Hey, willkommen, Palle, zu meinem 2. Level. Kannst du bitte Nick und Edgar von mir grüßen? Und ein starkes Scroll. Hullo! Okidoki, let's go. Natürlich, schöne Grüße an euch. Ich weiß zwar nicht, was jetzt hier genau passiert. Wahrscheinlich ist da oben... Ah, okay, da oben ist irgendwo... Oh, guckt euch das an. Eleganter Frontflip. Warte mal, ich mach das einfach mit der guten alten Links-Rechts-Taktik. Hallo? Ist hier irgendwo... Oh, da vorne in der Mitte! Okay, kein Problem. Wir haben das Ding jetzt schon mal zumindest in Bewegung gesetzt. Jetzt müssen wir es nur noch... Oh, Alter. Müssen wir es nur irgendwie hinbekommen, dass wir so weit nach oben gefahren werden, dass wir dann irgendwann... Na komm. Verdammt! Okay, warte. Nee, ich fahre weiter nach vorne. Oh, es ist sorry, Sohnemann. So, jetzt aber. Jetzt aber... Nein! Ach, oh Gott, Alter. Jetzt wird es hier ein bisschen gefährlich. Na komm, ja komm. Jawoll. Da ist er doch. So muss er sein. Paluten 48 von Cthulhu. Hey Palle und willkommen. Hey Palle und andere. Bla bla bla. Ich hoffe, dir gefällt mein Level. Viel Spaß. Könntest du meine Freundin Ola und mich, Katha, grüßen? Schöne Grüße an euch beide. So, jetzt aber. Okay. Oh. Wie viele Einwohner hat Kasachstan? 10? 17 wäre echt viel. Falsch! Bestrafung. Boah, 17 Millionen. Läuft bei Kasachstan. So, warte. Oh, oh, nein. Oh Gott. Bitte lass mich da. Doch, geachtet war ja. Ja, könnte sein, dass es doch 17 sind. Zack, da müssen wir keine Freeze-Ball machen. Okay, das ist scheinbar ein Kasachstan-Quiz. Was ist die Hauptstadt von Kasachstan? Astana. Richtig, jawoll. Moskau wäre auch ein bisschen komisch gewesen. Okay, wie sieht die kasachische Flagge aus? Rot mit einer gelben Sichel in der linken Ecke? Nee. Blau mit einer gelben Sonne? Ja, gelbe Sonne klingt gut. Richtig. Ja, das mit der Sichel wäre ein bisschen komisch gewesen. Oh, da war's schon. So, Victory. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Soll ich mehr machen? Ja, kann man mal moken, würde ich sagen, oder? Ja. So, Paluten 48. Hey! Von The Supra. Hey, Palle. Hi. Ja? Es geht ab. Okay. Das ist eine sehr, sehr prägnante Beschreibung. Verdammt! Ach, nee. Okay. Jetzt aber. Elegant. Wie ein junger Pelikan. Oh. Okay. Ja, ich wusste gar nicht, aber Pelikane, die sind Füchse. Und wir haben den Victory. Top. Kurz und knackig haben wir das hier längst geslurpt. Paluten 48 von The Sloxy. Hallo Paluten, das ist mein erstes Level. Hoffe, es gefällt dir. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Kannst du meinen Freund Stefan Ladi grüßen? Hullo. Ist es sein Spitzname Ladi? Wie seid ihr auf diesen Spitznamen gekommen? Oh ja, gut. Das sieht aber... Oh Gott, links, rechts, das sind ja Messer.
Das ist auch, das ist ja also, skandalös hier. Also. Okay, so, zack, 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 zack. Checkpoint 1 erreicht. Was ist er hier mit Slow? Ich spiele nicht. Oh, ach so, oh. Vorder und hinter. Oh, ich hab's leider. Oh, Moment. Kein Problem. Ich kriege das. Eine Sekunde. Oh, ja, gut. Oder ein Rope Swing. Nein. Huh. Hat nicht so gut funktioniert. Ja, jetzt muss ich hier nochmal. Warte mal. Ich kann ja einfach probieren. Genau, so ganz elegant. Hier, der Bottle Run, der war ja nicht schwer. Kann ich ja längst loben. Zack. Jetzt springen wir einfach über alles rüber. Und es springt Pedizel ab und schafft das hier. Oh nein, das Fahrrad. Okay, kein Problem. Das war nur ein Bein. Perfekt. Und der Victory. Tip top. Das war doch eine schmagutastische Sache, meine Damen und Herren. Das war wirklich ein cooles Level. Auch wie elegant wir betrogen haben. Aber hey, komm, es stand nichts mit. Nimm das Fahrrad nicht mit. Es war nur ein gut gemeinter Tipp vom Level-Ersteller. Dementsprechend, Leute, man muss auch mal nicht nur nach den Regeln tanzen. Obwohl, es war ja, wie gesagt, gar keine Regel. So, Leute, bevor ich hier noch weiter mich um Kopf und Kragen rede, soll es gewesen sein für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Und ich denke, beim nächsten Mal gibt es dann auch einen neuen Hashtag. Wie der dann aussieht, das kann ich euch noch nicht sagen. Ich denke, er wird Paluten vorne haben und hinten irgendeine Zahl. Gut möglich. So, Leute, das war's. Haut rein. Ciao, ciao.